Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute begrüße ich Sie vom Maschinenbaugipfel in Berlin. Mein Name ist Susanne Nördinger. Ja, das Thema Brexit spielt hier eine wichtige Rolle. Um herauszufinden, wie sich der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auf deutsche Unternehmen auswirkt, spreche ich nun mit vier Experten. Als erstes begrüße ich David McAllister. Er ist Mitglied im Europäischen Parlament in Brüssel. Der Brexit bedeutet natürlich auch einen Einschnitt für den deutschen Maschinenbau, denn eines ist klar, ein Land, das die Europäische Union und den Binnenmarkt verlässt, kann nicht mit dem gleichen Status versehen sein wie ein Mitglied der Europäischen Union und vom Binnenmarkt. Für uns als Politiker gilt es jetzt, den Brexit so reibungslos wie möglich über die Bühne zu bringen, damit wir auch zukünftig möglichst reibungslos mit dem Vereinigten Königreich Handel betreiben können. Deshalb ist unser Angebot mit den Briten, ein Freihandelsabkommen nach kanadisch-südkoreanischem EU-Vorbild zu schaffen. Aber natürlich wird es ein maßgeschneidertes Freihandelsabkommen sein. Ich könnte mir die engste Handels- und Sicherheitspartnerschaft, die Europäische Union überhaupt mit einem Drittstaat für das Vereinigte Königreich vorstellen. Dann wären die Auswirkungen auf den Maschinenbau auch bei uns in Deutschland überschaubar. Die Frage, ob der Brexit Geld kosten wird und wenn ja, in welcher Höhe, hängt natürlich davon ab, welche Art von Brexit es geben wird. Sollte es zu einem chaotischen Brexit kommen, ohne Übergangsphase und ohne Austrittsabkommen, würde das natürlich erhebliche Mehrkosten für die deutsche Wirtschaft bedeuten, weil von Anfang an, ab dem 30. März 2019, Zollanmeldungen und Zollformalitäten erforderlich wären. Wenn wir es aber schaffen, einen Übergangszeitraum hinzubekommen, hängt es sehr davon ab, wie die zukünftigen Konditionen des Freihandelsabkommens aussehen. In jedem Fall wird der Brexit für die deutsche Wirtschaft ein Stück weit Unsicherheit bedeuten, was den Status deutscher Staatsbürger im Vereinigten Königreich nach Ablauf der Übergangsphase angeht. Natürlich bedeutet der Brexit zusätzliche Bürokratie, zusätzliche Beschränkungen im Warenverkehr. Das ist eben die Folge, wenn ein Land freiwillig sich entscheidet, den Binnenmarkt zu verlassen. Ich beschäftige mich jetzt seit über 2 Jahren mit den Folgen des britischen Austritts aus der Europäischen Union. Ich erkenne für niemanden überhaupt irgendeinen Vorteil. Ich halte den Brexit für einen historischen Fehler mit schwerwiegenden Konsequenzen, nicht nur für uns in der Europäischen Union, sondern ganz besonders im Vereinigten Königreich. Ich bedauere zutiefst diese Entscheidung. Wie Sie gehört haben, ist der Brexit für David McAllister eine historische Fehlentscheidung. Doch wie wirkt sich der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nun konkret auf deutsche Unternehmen aus? Doch wie steht es um die Produktionsstätten deutscher Unternehmen in UK? Dazu spricht nun Matthias Meyer von Heller in UK. Stand heute hat Heller Werkzeugmaschinen im Standort Redditch schon eine attraktive Kostenstruktur, die aufgrund des Ausbildungsstandes, aufgrund der Mitarbeitererfahrung sehr attraktiv in der Gruppe ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Brexit in einem einigermaßen geordneten Bereich abläuft, stellen wir uns vor, dass wir diesen Kostenvorteil weiter erhalten bleiben können. Vielleicht nicht zu dem Maße, zu dem wir ihn heute haben, aber im Moment sind wir mit Kostenvorteilen unterwegs, die es sicherlich ermöglichen, gewisse kleine Rückschläge wieder auszugleichen, aber auf der anderen Seite, auf dem globalen Wertschöpfungsstrukturbereich, den Heller hat, das wieder auszugleichen und immer noch ein attraktiver Standort im Bereich der Heller-Gruppe zu sein. Ich gehe davon aus, dass es eine akzeptable Brexit-Lösung gibt. Es wird weder das Null-Szenario, so wie es heute aussieht, sein, sprich es gibt keinen Brexit, noch wird es das Schwarze sein, wo alles zusammenbricht. Es gibt jede Menge Hürden, die noch aus dem Weg geräumt werden müssen. Gibt es einen Stillstand der Wirtschaft? Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Irgendeine Lösung muss es geben, die heute wahrscheinlich noch nicht darstellbar ist. Aber wenn sie da ist, denke ich daran, dass es eine Lösung geben wird, die wahrscheinlich administrative Mehraufwände haben wird, die im bestimmten Bereich mehr Kosten für uns darstellt, aber wo, so wie ich im Moment davon ausgehe, unter dem Strich immer noch ein Kostenvorteil für die Gruppe, für die Heller-Gruppe dasteht.
Für Hella bleibt Großbritannien auch in Zukunft ein attraktiver Produktionsstandort. Wie ein englisches Unternehmen den Brexit einordnet, berichtet uns nun Stuart Lane von Renishaw. So that's an interesting question, but we've been looking at that through our Brexit committee over the last few months. And we actually believe we're in a fairly unique position, given we're a very vertically integrated company, given our subsidiaries in Europe, and also given our manufacturing facilities in Ireland. We actually believe that the impact of Brexit, even with a no deal, will have relatively little effect on our business. That's a very good question, and I have to admit that if you look at wider UK industry and some of the surveys that we've participated in, it would appear that the impact on wider UK industry could be much more significant. Are there any advantages to Brexit? At the moment, we're struggling to see them. We know that there could be the opportunity for free trade agreements with other countries outside the EU, and we have to see what they bring. We already trade very successfully in most regions. So at the moment, difficult to say. Wie gehen Sie in Ihrem Unternehmen mit dem Brexit um? Und wie bereiten Sie sich darauf vor? Schreiben Sie mir doch einen Kommentar unter dieses Video oder schicken Sie mir eine E-Mail an susanne.nördinger@produktion.de. Ich freue mich auf Ihre Nachricht.